Ich darf das Programm für heute ankündigen. Nach mir kommt der Daniel Brückner von 420. 420 Berlin ist eine YouTube-Plattform, ein Instagram-Kanal, und Daniel macht schon sehr lange für Cannabis, für die Cannabis-Legalisierung Arbeit hier in Berlin und nicht nur hier. Danach kommt der Werner Graf, der ist der Fraktionsvorsitzende der Berliner Grünen. Danach kommt die Anna Christian. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist die Landesvorsitzende der Jungen Liberalen. Danach kommt der Roman Francesco Robert für die FDP in Berlin. Und danach geht es weiter mit Musik Johnny 808. Wir werden dann ungefähr bis 15 Uhr hier abwechselnd reden und Musik haben. Und um 15 Uhr geht dann der Umzug durch die Stadt los, und um uns dann hier um 18 Uhr wieder zu treffen. Zwischendurch wird noch Ragabund spielen, heute Abend wird Götz Wiedmann spielen. Also wir haben hier auch einiges an Hochkarätern zu bieten, die sich mit uns für die Legalisierung von Cannabis einsetzen. Und ich denke, ich habe jetzt genug gequatscht, und mit einem letzten Cannabis verabschiede ich mich vorerst und übergebe das Mikrofon an den Daniel Brückner. Daniel, ich bin schon soweit, komm hoch. Und ich wünsche eine fröhliche Hanfparade, und wir sehen uns später nochmal. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Bis später und tschüss. Hallo Berlin, was geht? Macht mal eine Hanfparade! Schön, dass ihr heute alle hier seid, um mit uns gemeinsam für die Legalisierung, aber vor allem für eins zu demonstrieren, nämlich für die sofortige Entkriminalisierung. Es kann nicht sein, dass die Ampelkoalition sich auf die Fahne schreibt, Cannabis zu legalisieren, aber es zulässt, dass über 500 Leute jeden Tag noch Stress mit der Justiz haben, von der Polizei angehalten werden, behandelt wie Schwerkriminelle. Damit muss Schluss sein! Aber nicht nur hier bei uns haben wir große Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die US-amerikanische Profi-Basketballspielerin Brittany Griner wurde in Russland mit einem halben Gramm Cannabisöl aufgegriffen und wurde dort jetzt dafür zu 9 Jahren Haft verurteilt. Das Ganze ist natürlich eher eine politisch motivierte Sache, denn durch den ganzen Clinch, den es gibt, steht ja jetzt auch schon im Raum, dass ein Gefangenenaustausch stattfinden soll. Und da steht im Raum, dass zum Beispiel so ein großer Waffenhändler oder der Typ, der hier in Berlin im kleinen Tiergarten jemanden erschossen hat, dass die dagegen ausgetauscht werden soll. Und es kann nicht sein, dass Cannabis-Nutzerinnen und Nutzer oder Patienten hier gleichgestellt werden mit Leuten, die wirklich kriminell sind. Deswegen, nachher werden hier ein paar Leute reden aus der Politik. Seid ordentlich laut, denn die sind die, die es zu verantworten haben, dass immer noch jeden Tag Stress gibt. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als laut zu sein weiter, um die sofortige Entkriminalisierung weiter zu fordern und auch durchzusetzen. Und auch wenn die Regierung sich auf die Fahne geschrieben hat, Cannabis zu legalisieren, müssen wir weitermachen. Damals gab es schon mal die Träume von grünen Feldern. Und was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Und diesen Fehler dürfen wir nicht wiederholen. Wir müssen weiter laut bleiben, für unsere Rechte einstehen. Denn alles war ohne Eigenanbau oder mit so einer dämlichen THC-Obergrenze. Da habe ich keinen Bock drauf. Was mit euch? Deswegen Legalisierung ohne Wenn und Aber, Vollgas und die sofortige Entkriminalisierung. Das ist unser Ziel. Lasst uns heute laut sein, lasst uns Spaß haben und lasst uns demonstrieren für unsere Lieblingspflanze. Dankeschön, Berlin, auf geht's! Ja, vielen Dank, Daniel.